So Leute und herzlich willkommen zu Deus Ex Human Revolution. Ja, in der letzten Folge sind wir ja hier in dem Lager stehen geblieben, nachdem ich versucht habe, irgendwie stealth-mäßig rüberzukommen, was nicht so ganz gelungen ist. Aber in der Zeit, in der Offline-Phase, habe ich gedacht, ich räume mal unser Inventar auf. Oh, da habe ich mich jetzt vertan. So rum. Ja, ich habe so ein bisschen aufgeräumt. Ich habe gesehen, man kann so ein bisschen verstellen und die Items drehen, genauso wie in Resident Evil 4 konnte man auch so ein bisschen so sortieren in den Koffern. Und so habe ich das hier versucht. Ist jetzt nicht super genial, aber vielleicht etwas. Mal gucken, vielleicht kann man ja ein Inventar erweitern. Mal schauen. Aber ich würde mal sagen, wir gehen erstmal zurück ins Spiel und werden uns weiterhin durch die Gegend schleichen. Hier muss ich ja nicht mehr, hier habe ich ja alles erledigt. So, ich glaube, komplett durchgesucht habe ich doch nicht so ganz, meine ich. Habe ja alles mitgenommen. Ja. Gut, die alle sind bewusstlos. Hier liegt doch was. Ja, ich wusste es doch. Zack, zack. Ja. Sofort hier was verpasst. Guck, kann man sehen. In der letzten Folge war ich doch nicht so schön sauber. Beziehungsweise ordentlich. Ist nichts. Ich kontrolliere lieber nochmal nach. Und guck es mir gleich im Inventar an, weil ich glaube, diese Maschinen, Pistolen, Munition klauen, glaube ich, zwei Blöcke, also Inventarblöcke. Was eigentlich nicht so tragisch ist, würde ich jetzt mal behaupten. Kann man hier am Computer? Nö. Okay. So. Bisschen mal grob gucken. Weil jetzt nicht zu ordentlich sein. Ah, schon hier drinne. Ja, aber ich glaube, hier geht's weiter. Aber ich denke mal, wir gehen erstmal gleich nach oben. Gut, im Inventar nochmal schauen. Achso, es haben sich irgendwie hier eingefügt. Macht nix. Ist besser für uns. Oha. Also hier ist keiner mehr drin. Aber alle sind erledigt. Natürlich schlecht. Ah, hier ist ein Lüftungsschacht. Ah, hier gibt es so vieles. Haben die vielleicht erst, kann man durchsuchen, ja. Ah, ich wollte nicht. Nein, nein, Entschuldigung. Ne, der hat nichts. Ach, kann ja auch sehen. Ne, der hat nichts. Sie hat nichts, auch nichts. Ah, ist natürlich traurig. Leider nicht. Leider alle tot. Und nichts für uns da. Die Kisten, die habe ich nicht nachgeschaut. Die kann man, glaube ich, auch zerbrechen, oder? Ich jetzt? Wer ist denn? Hä? Okay, dann vielleicht so. Aber irgendwie geht nichts kaputt. Ja, ist egal. Ja, hier haben wir nichts mehr. Gut, dann gucke ich mal in den Lüftungsschacht. Bin ich mal gespannt, wohin uns das führt. Oh, ich kann es bedenken. Dahin, wo wir auch bestimmt müssen. Sieht so verdächtig aus, ne? Ach nee. Was ein Witz. Was ein Witz. Hätte ich jetzt so entlang gehen können? Ja. Da hätte ich besser aufpassen sollen. Alpha. Was machst du da für Faxen? Hier auf. Ja. Hier runter. Natürlich. Wie war das nochmal, das Rennen? Jetzt habe ich das vergessen. Okay. Mit LB. Ja, während ich weiß, ich spiele die Xbox-Version. Hm? So. Ja, so kann man es natürlich auch machen. Ja. Muss ich mich besser mal umschauen. So, wie war das nochmal? Mausrad. Y, genau. Jetzt nehmen wir mal
Die Pistole. Mal durchladen oder sowas. Müssen wir überhaupt was durchladen? Lieber mache ich das in meinem Voraus. Ja, aber ja klar. Ne, bevor mir die Muni ausgeht, wenn ich gerade schießen will, ist das ein bisschen schlecht. Mal checken. Hier, weil hier sieht auch nur eine Kugel, aber ist okay. Dann ist das so. So, was mich so ein bisschen interessiert, kann man eigentlich Schalldämpfer oder sowas einbauen? Das wäre nämlich tierisch geil. Ja, alles klar, hier sind, Wachen. Ich rüste aber lieber unsere Hand aus. So. Hä? Willst du mich jetzt hier verkuckeln? Kannst dich eben leuern? Dann leuern wir so. Muss doch irgendwie. Also ich meine, eigentlich will ich jede Tür mitnehmen. Oh oh. So. Was war das? Natürlich! Vielleicht können wir. Oh 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 oh. Huh? Können wir ihn eben so ausschalten? Zack. Bevor der nächste kommt. Hier läuft irgendeine krasse Scheiße. Oh ja. Aber ich habe eine Idee. Ich habe eine Idee. Wir haben noch diese Powerriegel. Ich glaube, die helfen uns doch. Ja. Ich muss damit erstmal wieder klarkommen. Ausrüsten. So. Das half jetzt etwas. Da kommst du? Ah, jetzt geht er weg. Jetzt geht er weg, natürlich. Okay. Der dreht jetzt seine Runden. Ja, komm. Verdammt, Schüsse! Haha. Du bist jetzt außer Gefecht. Jetzt du komm hier rüber und. Mahlzeit! Ja, ja, ja. Ah, wie geil er die Moves drauf hat. Okay, ich bin nicht der beste Stealther. Aber spielt keine Rolle. Ja, ja, du hast mich gesehen. Ja, ist eigentlich wurscht, oder? Ja, komm. Nimm mal alles mit. Oh, wie bist du jetzt keine Kamera, die ballern kann? Okay. Die Arbeiter wurden als Geiseln genommen und die ganze Stadt hält kollektiv den Atem an. Ich muss wohl niemanden daran erinnern, dass das bereits der zweite Angriff auf das Biotechnologieunternehmen ist. Das erste Mal war vor 6 Monaten, am Vorabend der kontroversen Anhörungen zur Untersuchung seiner Forschungen. Da die Anhörungen derzeit bis auf weiteres unterbrochen. Ah, da geht es darum, was vor 6 Monaten war. Ich quatsche das mal einfach mal dazwischen. So viel ich bin Eliza Kassan. Live-Bericht für Peikes. Ja, klingt nicht gut. Ja, hier in der Zeitung ist, steht sicherlich auch natürlich was. Zurück zu der Eilmeldung aus Detroit. So. Oh, da liegt was. Ein E-Book. Ja, natürlich pausieren, durchlesen, Spaß haben, ist doch klar. Oh, Drucker. Das ist schön. Ja, es ist natürlich wieder dasselbe. Ich glaube, die Geiseln, die sind hier. Schnell hier durch. Denn du hast was. So, jetzt bin ich mal gespannt. Eine Waffe nur. Ist ja nicht schlimm. Das können wir bewegen. Dann kann ich euch das mal zeigen, wie das aussah. Dann einmal drehen mit A und dann wieder hinlegen. Natürlich mit X. So, den durchsuchen wir mal, den Kollegen. Nehmen wir alles mit. Der überall Kameras. Macht ja nichts. Oh, vielleicht kann man da die Munition auch noch nehmen. Sollte nicht alles liegen lassen. So geht's. Und so geht's. Ja, natürlich.
Ja, gut. Das mit den Kameras gibt es sicherlich eine Möglichkeit, nur ich rall das nicht. Aber da gibt es ja Tutorials, die müsste ich mir mal offline mal anschauen. Aber gut, hier ist die Tür. Dann würde ich mal sagen, öffnen wir die. Ja, hier, dann gibt es wieder, glaube ich, Hacken, oder? Code? Kein Code gefunden. Sicherlich gibt es einen Code, ne? Ist egal, versuche ich mal wieder mit Hacken. Sicherheitsstufe 1, 5 übrig, Hacken. So, wie geht das? Ich denke mal so rum. Ich gehe so stark davon aus. Dann so rum. Dann so rum. Dann so rum. Oder hier rum. Ja, komm. Ja. Und? Zugriff gewährt. Ich glaube, ein bisschen kapiere ich das. Ich muss ganz schnell alle verbinden, bis das Rote kommt. Ich habe leider den einen unteren übersehen. Gott sei Dank ging es noch gut. Aber die Sicherheitsstufe im Heck müssen wir natürlich erhöhen, aber erstmal die Tür aufmachen. Und alles Weitere kommt dann, denke ich mal, später. Hier geht's wieder rund. Das sehe ich jetzt schon. Okay, schnell hier durch. Der Hacker gefällt mir. Ja, komisches Gefühl, ihn da drin alleine zu lassen. Wonach sucht er bloß? Vermutlich nach Beweisen, dass uns diese Wichser belügen. Genau wie Sieg gesagt hat. Ich hoffe, Sieg weiß, was er tut. Ich auch, Mann. Ich auch. Verdammt. Ich dachte, er macht jetzt so einen geilen Jump darüber. Heia Popeia. Ist nicht so einfach, mal eben kurz rüber zu schielen. Jetzt kommt der da hinten. Der ist doch wieder... Käse. Eieiei, ich wollte eigentlich keinen großen Lärm verursachen. Können sich nicht alle mal den Rücken zuwenden? Ah. Ist doch blöd. Das ist jetzt blöd für mich. Ich finde das jetzt gerade ein bisschen ärgerlich. Lass mal gucken. Naja, jetzt ist doch... Das ist jetzt, gekonnt. Ja, so daneben schießen. Ja, dann würde ich mal sagen, geht nicht anders. Werde ich gleich ein bisschen laut werden. So habe ich das jetzt nicht gewollt. Obwohl. Moment. Der Schuss ging daneben. Ich höre Dinge, sehe Dinge. Mann, ich muss weniger Stoff nehmen. Ah. Ja, sag mal, wie daneben schießt du denn eigentlich? Jo, ist da jemand? Ja, der trifft irgendwie nicht. Ich muss richtig zielen, aber das ist zu riskant, dass mich die anderen Kollegen sehen. Anders ging nicht.
Superman. Jetzt geht's ab! War ja klar. Das war jetzt klar. Was ist mit dir? Hier kommst du nicht mehr lebend raus. Ah, das sind... Oh, das sind ja noch welche. Das wird jetzt lustig. Ach, ich mach mal wieder nur Mist. Okay, nehmen wir mal die MP. Das war nicht so gewollt. Wie kommt das denn jetzt auf einmal? Verdammt. Ja, genau. Komm hier rüber. Dann halt nicht. Okay, jetzt wird's auch ein bisschen laut, Leute. Ja, zack. Ja. Nichts mit ruhiger Art. Zack. So. Das können wir jetzt mal anders regeln. Ich denke immer an den Mausrad anders und jetzt schmeißt er wieder die Granate. Ist doch ärgerlich. Also, lange RB ist Granate. Das haben wir jetzt gelernt. Aufschwärmen! Hehe. Komm rüber. Ha, glatter Kopfschuss. Ja, nicht so gewollt, wie ich es haben möchte, aber man kann ja nicht alles haben. Geht ja nicht mal so, wie ich möchte. Ich wollte eigentlich alle ausnocken. Aber es war nicht so. Gut, aber die Waffen, Munition brauche ich alles, nehme ich mit. Denn tollwütig habe ich gerade geschossen. Ach. Ich muss aber mit der Steuerung klarkommen, wie mit dem Granatenwerfen. Also wäre ich jetzt nicht so drauf gekommen. Dass das so ist, wie es ist. Aber ich bin ja auch nur ein Anfänger. Stealth ist nicht so mein Ding. Versuchen tue ich es trotzdem. Hier gibt's nicht mehr. Ja, von wegen, hier gibt's nicht mehr. Nö, hier gibt's nicht mehr. Wohl, was? Momentchen, also ein Lüftungsschacht? Na, ist egal. Ich glaube, der ist dahinter. Ja, dahinter ist er. Ich müsste mir doch mal ganz in Ruhe mal, bevor ich was mache, die Umgebung anschauen. Bevor ich handle. Ach so, muss ich nicht mal gedrückt halten. Das ist ja auch schön. Fürs Sprinten. So, schnell mal hier rüberfliegen. Da auch, Vorratskämmerchen ist. Hä? Ach so, das ist von der anderen Seite jetzt. Das ist schön. Brauchte ich jetzt gar nicht in den Lüftungsschacht zu steigen. Haben wir hier was Schönes? Ja, hier sehe ich doch was. Was ist denn das denn? Splittergranate, ja gut. Gerne. Munition. Ja, damit. Das ist auch so Elektromunition, aber ich habe da immer Angst davor, dass, wenn ich damit auf einen schieße, er dann natürlich aufschreit. Das nehme ich ihm ja nicht übel, aber so ist es. Gut, da lang müssen wir. Aber ich gehe jetzt erstmal noch mal hier lang. Da haben wir wieder was. Revolvermunition. Ich glaube, ich habe keinen Revolver, oder? Ja, eigentlich nicht. War das zerschießen? Ah, man kann drauf schießen, aber es passiert nichts. Naja. Ist ja auch nicht schlimm. Aber jetzt gerade wenig an Ausbeute. Ups. So, da ist die nächste Tür. Oder Aufzug. Dann holen wir mal. Steigen da rein. Aber ich würde sagen, hier sitzt zwar ein Cut und in der nächsten Folge sehen wir uns das natürlich an und fahren dann mit dem Lift ein Stockwerk höher. Also Leute, dranbleiben.